Ein Einkommen ist wie Luft unter den Flügeln. Mit dem Grundeinkommen würde Einkommen zum Bürgerrecht. Willkommen auf der Erde. Ein Einkommen hat heute jeder, mehr oder weniger. Sonst könnte er gar nicht leben. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen? Wie erhalten die Menschen heute ihr Einkommen? 4 von 10 Deutschen erhalten ihr Einkommen, weil sie einer bezahlten Arbeit nachgehen. Einer Arbeit, mit der man seinen Lebensunterhalt erwerben kann. Einer Erwerbsarbeit. Knapp 3 von 10 erhalten ihr Einkommen von den Angehörigen, vor allem Kinder und Jugendliche. Gut 2 von 10 leben von Rente oder Pension. Und weniger als 1 von 10 lebt von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Alle Einkommen werden erwirtschaftet. Aber nur 41% der Bevölkerung geht dafür einer Erwerbstätigkeit nach. Alle anderen haben andere Einkommen, sogenannte Transfereinkommen, Einkommen, die nicht unmittelbar mit Arbeit verbunden sind. So fremd dürfte uns ein Grundeinkommen also gar nicht sein. Fremd ist uns die Bedingungslosigkeit. Aber wie zeitgemäß sind heute die Bedingungen für ein Einkommen? Wenn wir nicht ganz blauäugig sind, wahrscheinlich davon müssen ausgehen, dass der Arbeitsmarkt die Leistung von der sozialen Integration von allen Menschen eben nicht mehr wird können erfüllen in Zukunft. Und wenn man ja die zweite Option, das Grundeinkommen, ausblendet, dann zwingt uns ja das dazu, alles auf die Karte Wirtschaftswachstum zu setzen, um jeden Preis. Und so ist es realpolitisch heute. Von ganz rechts bis ganz links und zurück rufen alle nach Wirtschaftswachstum. Das heisst, man denkt die Quantität und verdrängt damit die Chance, qualitativ neue und höherwertige Organisationsmodelle für unsere Gesellschaft zu entwerfen. Wirtschaftswachstum heißt heute aber auch nicht mehr, dass dabei mehr Arbeitsplätze entständen. Unterm Strich ist das Gegenteil der Fall. Eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum bleibt allerdings, dass kaufkräftige Nachfrage da ist. Das heißt, dass die Leute Geld in der Tasche haben. Was hält Klaus Wellershof, Chefökonom der weltgrößten Vermögensverwaltung und einer der größten Banken der Welt, von einem bedingungslosen Grundeinkommen? Also ein, wenn Sie wollen, eine voraussetzungslose Unterstützung der Menschen. Das ist ein Prinzip, von dem ich glaube, dass es auf Dauer sich durchsetzen wird, sich auch durchsetzen muss. Das aber es schwer hat, gegenüber den vielen Anspruchssituationen, die wir haben, sich durchzusetzen. Was für Anspruchssituationen könnten das sein? Vielleicht die Anspruchssituation, Arbeitsplätze zu erhalten. Alle Politiker fordern das. Geht es dabei um die Arbeit oder um Steuereinnahmen? Und dass nicht noch mehr Leute von den Sozialkassen leben und im Staat die Kosten explodieren? Aber es ist nicht der böse Staat, der der Verursacher von dieser Kostenexplosion ist, sondern es ist die Logik von einer Erfolgsgeschichte. Die Logik der Erfolgsgeschichte ist die Rationalisierung. Die findet auch vor der eigenen Haustür statt. Die Erfolgsgeschichte weitergeht, stellt diese Frage. Sie stellt sich mit dem Gedanken an ein Grundeinkommen. Es gibt verschiedene Modelle zum Grundeinkommen. Allen gemeinsam ist die Definition des Netzwerk-Grundeinkommen.
Sie beschreibt 4 Kriterien. Jetzt aber nicht abheben. Das Grundeinkommen ist nicht für jeden mehr Geld. Es kommt nicht von oben und nicht obendrauf, sondern es wächst in das bestehende Einkommen. Das Erwerbseinkommen wird geringer. Die Höhe des Gesamteinkommens verändert sich nicht, aber es setzt sich anders zusammen. Das Grundeinkommen ist eine andere Art von Einkommen. Es ist kein Mindestlohn. Es ist keine Bezahlung für etwas, es ist nicht an eine Arbeit gebunden, sondern bleibt bei der Person, bei allen Veränderungen. Im Unterschied zum Kommunismus, der den Einzelnen erstickt, und dem Marktliberalismus, der den Einzelnen alleine lassen will, fordert das Grundeinkommen eine Absicherung, um eine maximale Freiheit zu schaffen, damit der Einzelne sich entscheiden kann. Und das geht eben nur mit einer Einkommensgarantie. Die muss natürlich so hoch sein, dass Sie wirklich auch auf Erwerbsarbeit verzichten können. Verzichten zu können, ist eine Voraussetzung dafür, sich auf gleicher Augenhöhe begegnen zu können. Die meisten, die heute auf Sozialgelder angewiesen sind, wären das mit einem Grundeinkommen nicht mehr. Das Grundeinkommen ersetzt staatliche Transferleistungen bis zu seiner Höhe. Nur wo Sozialleistungen darüber hinaus notwendig sind, blieben sie mit dem Betrag darüber hinaus erhalten. Mehr Geld in der Tasche hätten mit einem Grundeinkommen nur die, die heute weniger haben. Das sind vor allem Kinder und Jugendliche, das heißt Familien, Empfänger einer zu geringen Rente. Es sind prekär Beschäftigte und Selbstständige, die sich arm arbeiten. Das Grundeinkommen hebt Armut auf und stabilisiert den Mittelstand durch eine gesicherte Ausgangsbasis. Es nimmt Angst vorm Alter. Es ist nicht Geld, das die einen den anderen geben, über die sie dann auch zu Gericht sitzen. Es ist keine nachtragende Hilfe bei Not, sondern eine Perspektive und für alle. Das Grundeinkommen setzt nicht den besseren Menschen voraus. Es löst auch nicht die Probleme, nicht mit Geld, aber es ermöglicht mehr Lösungen durch die Menschen. Thomas Paine ist der Begründer der Menschenrechte und einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika. United States of America, dieser Name stammt von ihm. Mit Common Sense, zu Deutsch gesunder Menschenverstand, leitete er die Unabhängigkeitserklärung der nordamerikanischen Kolonien vom britischen Königshaus ein. Seine Ideen nahmen großen Einfluss auf die erste demokratische Verfassung der Welt. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen und unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Rights of Man, Menschenrechte, ungeheuerlich für die damalige Zeit, heute aber auch. Rechte aufgrund des Menschseins für alle gleich. Völliger Blödsinn. Rechte haben doch nur die, die Besitz haben. Alle anderen könnten damit auch gar nichts anfangen, außer frech werden. Menschenrechte, das hieße dann ja auch, die Sklaverei abschaffen. Und wer macht dann den Service? Wer macht dann die viele ungeliebte, schwere Arbeit, die man weder bezahlen noch anerkennen mag? Solche Ängste kann man auch heute haben, zum Beispiel beim Grundeinkommen. Die Wirtschaft bräche zusammen, die Gesellschaft endete im Chaos. Viel schlimmer war es allerdings, als die Erde rund wurde. Lange hielt die Kirche an der Scheibe fest. Die war umgeben von den Wassern des Chaos. Und wer sich zu weit an den Rand wagte, konnte unversehens hineinfallen. Sie war überwölbt von festen Firmamenten, an denen die Sterne ihre Bahnen zogen, und jenseits derer Sphären, in denen die Gewalten wohnten, die dem Menschen Angst und Hoffnung machten.
so schauen wir heute auf Geld und Wirtschaft. Dass die Erde eine Scheibe war, davon hing alles ab, was Weltbild, Ordnung und Sicherheit ausmachte. Und so versucht jede Zeit aufs Neue, dass die Erde flach ist und einer oben drüber sitzt. Wie sollte das auch gehen, dass die Erde rund ist? Als sie dann doch rund war, stand sie natürlich weiterhin im Zentrum des Universums und drehte sich keinesfalls um sich selbst. Das machte es äußerst kompliziert, eine Gesetzmäßigkeit der Planetenbahnen darzustellen. Es kommt eben darauf an, wo man den eigenen Standpunkt verortet. So ist es beim Grundeinkommen auch. Kompliziert ist es, wenn ich von meiner eigenen Bewegung nichts weiß. An den Rand des nicht mehr Verstehbaren stoße ich bald, wenn ich vom Gewordenen ausgehe, wie es sich augenfällig fertig zeigt und in Ideologien verpackt ist. Einfacher wird es, wenn ich vom Menschen ausgehe und vom Werden. Jedes System behauptet in sich Stimmigkeit und kann von sich aus nicht in ein anderes gehen. Das kann nur der Mensch. Das Grundeinkommen ist in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland ein Thema und wird dort diskutiert. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Zeit natürlich reif ist. Die Menschenwürde wird zurückgegeben. Und es ist nicht gebunden an gesellschaftliches Wohlverhalten. Das Grundeinkommen wirkt vor allen Dingen immer zur Deeskalation der sozialen Spannungen, die wir jetzt haben. Ja. Also viele sind jetzt drin, die eigentlich gar nicht arbeiten wollen. Da sagen wir, oh, nehmen wir uns die Arbeitsplätze weg. Und manche sind draußen, die arbeiten wollen. Also dass das überhaupt in die Entscheidung des Menschen kommt, dass er sagen kann, ich will oder ich will nicht. Da entsteht Bewegung. Aber was ich die spannendste Geschichte finde, ist, wenn ich mir das selber überlege, ich habe die Ausrede am Ende meines Lebens nicht mehr, ich habe das, was ich tun wollte, nicht getan. Wer studiert denn hier das Studium nur deswegen, weil es die Eltern wollten? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also wenn Sie die Fragestellung nicht haben, können Sie gleich Ihren Computer hochfahren lassen. Da gäbe es eine Blüte von Initiativen. Also ich bin skeptisch, oder? Ich bin sehr skeptisch. Und zwar, ich würde denken, dass wenn das zur Verfügung gestellt werden würde, dass einfach die Motivation, etwas zu leisten und zu arbeiten, die sinkt. Die sinkt auf null. Erwerbsarbeit macht krank, ganz einfach, weil die Zeiträume, um diese Erwerbsarbeit zu leisten, und das denke ich, das ließe sich empirisch ganz einfach belegen, laufend zusammengekürzt wird. Im Grunde genommen, führt ein Grundeinkommen zu einer freieren Gesellschaft, das ist das Entscheidende. Es führt weg von der Lohnabhängigkeit und es führt hin zu einer Selbstständigkeit. Dann stellt sich natürlich später dann auch die Frage, wie finanziert man das, weil irgendwo muss es ja reinkommen. Also ich kann das als Volkswirt rechnen, dass das geht. Ja. Große Zumutung ist, dass jeder lernen muss, damit umzugehen. Ja? Das ist das große Ding dabei. Und da stehen wir am Anfang. Nicht bei den Finanzierbarkeiten. Die Finanzierbarkeit ist die erste. Freiheit ist die schwierige Frage. Schreckensvisionen des 21. Jahrhunderts haben wir schon. Die Zeitungen sind voll davon und wir auch. Es ist kein großes Weltthema, das einen nur zum Zuschauer macht, sondern es betrifft jeden, weil es jeden mehr in die Lage versetzt, das zu lassen, was man nicht verantworten kann, und das zu tun, was man wirklich will. Oder blieben dann viele zu Hause? Arbeitete dann keiner mehr? Die Räder stehen still wie im Dauerstreik. Und die Abteilungsleiter in dauernder Freizeit? Verantwortung außer Sichtweite.
Keiner rudert mehr, keiner büffelt mehr. Die Universitäten ganz leer. Verscheucht ein Grundeinkommen die Anreize zu einer höheren Qualifikation. Wer nicht muss, macht auch kein Humankapital aus sich. Dabei fehlen den Unternehmen heute schon die Fachkräfte. Wie soll das weitergehen mit der Wirtschaft? Ich bin empört am meisten über die Tatsache, dass kein Verständnis mehr dafür gibt, wofür eigentlich Ökonomie oder Wirtschaft da sein sollte. Sie ist ein Teilbereich des menschlichen Zusammenlebens, um Leben zu ermöglichen, um uns gute Dinge zu tun, über die wir verfügen können. Und dieses Denken ist vollkommen weg. Wirtschaft ist ein selbstständiger Kreislauf, der ganz andere Ziele verfolgt, der mit dem menschlichen Leben kaum noch was zu tun hat, der sogar in der Lage ist, menschliches Leben zu zerstören. Trotz allem, ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen ein System, wo halt Leistung bezahlt wird, gute Arbeit wird entlöhnt und ein System, wo man einfach generell Gießkannenprinzipmäßig alle gleich besoldet oder mit einem Grundsalär ausstattet, würde dazu führen, dass am Schluss dann einfach die ganze Leistungsgesellschaft in sich zusammenbrechen wird. Bezahlte Leistungen in Deutschland im Jahr 2001 56 Milliarden Stunden in Erwerbsarbeit. Nicht bezahlte Leistungen 96 Milliarden Arbeitsstunden in privater Haus- und Elternarbeit und in bürgerschaftlichem Engagement. Ein Grundeinkommen stände keineswegs der Bezahlung von Leistung im Wege. Die Frage ist vielleicht eher, wie dann Führung durchzuführen ist, wenn Menschen durch Geld nicht mehr so bei der Stange zu halten sind, in den Unternehmen, in der Gesellschaft, wenn Menschen durch ein Einkommen weniger zu bestimmen sind. Und wie bestimmt man sich dann selbst? Liegen dann doch alle am Pool? Und der Müll bliebe auf den Straßen liegen? Rentner müssten die Parks pflegen? Untergräbt ein Grundeinkommen die Leistungsgesellschaft und das Gefühl, selbstständig zu sein, die Freude am eigenen Erfolg? Ist das nicht auch langweilig, wenn jeder schon ein Einkommen hat? Nur was für alte Hippies und Waldorfschüler, die meinen, der Mensch sei von Natur aus gut. Der Mensch ist auch ein Tier und will kein Grundeinkommen, sondern eher ein Jagdrevier. Schauen wir lieber mal und warten ab, was uns neue Märkte bringen. Draußen vor der Tür, so ist das für viele Menschen, kein Zugang zu den gedeckten Tischen. Brächte ein Grundeinkommen die Menschen näher zusammen? Oder ließe es die Zweiklassengesellschaft weiter auseinanderdriften? Die lukrativen Jobs, teurere Bildung und ungestört das Kapital verwalten für die einen, während die anderen sich im Grundeinkommen einrichten, ihre Zeit mit Hoffnung und Hobbys verbringen, sich für 2 Euro die Stunde noch etwas hinzuverdienen und bei den wichtigen Dingen nicht weiter im Weg stehen. Missbrauchen kann man ein Grundeinkommen auch, indem man es in einer Höhe festlegt, die gerade so nicht zum Leben reicht und alle Sozialleistungen dafür streicht. Dann gilt Arbeitszwang für alle, ohne persönliche Aufforderung, zu Löhnen wie in China und ohne, dass im Grundeinkommen die Möglichkeit enthalten wäre, auf ein Arbeitsangebot zu verzichten. Wenn man die Zahlungen dann noch durch verschiedenste Quellen, Sondermodelle, Gegenrechnungen und Auflagen verkompliziert, hat man ungefähr die Situation von heute nur verschärft. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagte der Apostel Paulus und meinte diejenigen, die keinen Beitrag zur Gemeinde leisten. Wenn ihnen ihre Erlösung schon so nahe sei, so Paulus, dass sie das Arbeiten sein ließen, dann sollten sie doch auch gleich das Essen sein lassen. Der Mann hatte noch Humor, andere nicht so.
Hier werden Zöglinge in einem Korb unter die Decke gezogen über dem Essenstisch und bekommen nichts ab, weil sie zu wenig gearbeitet haben. Essensentzug. Alle Regeln werden schrecklich, wenn ihnen der Geist abhanden kommt. Die Debatten ums Grundeinkommen haben ja zuallererst die Aufgabe, mit alten Denkmustern zu brechen. Also zum Beispiel mit der Ideologie, nur wer Erwerbsarbeit nachgeht, hat das Recht, was zu essen. Oder überhaupt erstmal die Debatten ums Grundeinkommen müssen aufräumen mit diesem Irrtum, dass man nur wenn man Arbeit nachgeht, was Gutes für die Gesellschaft leistet, weil es gibt ja durchaus auch Erwerbsarbeit, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So haben wir es verinnerlicht. Der Künstler Joseph Beuys schrieb eine neue Formel. Denn zu essen haben wir genug und auch von allen anderen Gütern. Fragt sich nur, was mit der Arbeit ist. Diese Arbeit an der Naturgrundlage, die Arbeit an der Materie und die Arbeit in der Produktion, die geht uns Gott sei Dank aus. Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Das steht nicht in der Zeitung. Wohin denn zu befreien? Das steht auch nicht in den Leitbildern von Unternehmen. Mitarbeiter zu entlassen, fällt keinem leicht. Es geschieht aber genauso. Und einmal als Tatsache anerkannt, als Aufgabe sogar, würde etwas anderes deutlich. Von der Arbeit zu befreien, heißt auch zur Arbeit zu befreien. Das Jenseits des Zaunes, nur noch Urlaub und Freizeit kämen, ist die Vorstellung aus der Unselbstständigkeit. Was sind das für Arbeitsplätze, in die investiert wird? Die ganzen Investitionen in neue Arbeitsplätze sind gleichzeitig Rationalisierungsmaßnahmen. Da werden die Dinge entwickelt, die Arbeit einsparen. Und sie werden keinen Manager finden, der sagt, wie kann ich was machen, was mehr Arbeit bringt. Die Aufgabe der Wirtschaft ist es, Bedarf zu befriedigen, effektiv, wie das jeder tut. Es ist also nicht ihre Aufgabe, Arbeit zu bringen. Dem steht gegenüber, dass jeder Mensch mit sich Ziele, Fragen und Aufgaben mitbringt und manche dem nicht nachgehen, weil ihnen das kein Einkommen vorzählt. Und das gesellschaftliche Problem, was wir haben, meine ich, dass viele Menschen, die heute einen Arbeitsplatz haben, eigentlich in Wirklichkeit nur einen Einkommensplatz haben. Nur einen Einkommensplatz zu haben meint, eine Tätigkeit auszuüben, nur damit ein Einkommen fließt, in der man aber keinen Sinn sieht. Gesellschaftlich ist das ein Problem, weil viel an Frustration und Dauerkrankheiten daher rührt. In Deutschland fühlen sich 12% der Beschäftigten ganz und gar am richtigen Platz. Das ist etwas mehr als jeder Zehnte. Gut die Hälfte, 54%, sind mit ihrer Arbeit so einigermaßen unzufrieden, sehen aber auch gute Aspekte. Und 34% der Beschäftigten sind mit ihrer Arbeit ausgesprochen unzufrieden. Das ist etwa jeder Dritte. Der sogenannte Arbeitskampf ist ein Einkommenskampf. Und der Arbeitskampf wehrt sich gegen die Wegnahme der Arbeit. Denn meine Arbeit, das bin ich. Ein Recht auf zugewiesene Arbeit kann es aber nicht geben. Es gibt kein Recht auf Pflicht. Und es gibt kein Recht darauf, gekauft zu werden. Ein Recht auf Arbeit kann nur das Recht sein zu der Tätigkeit, die jemand von sich aus will und tut. Ein solches Recht auf Arbeit braucht ein Recht auf Einkommen. Es gibt doch nicht, dass man eine Arbeit hat und es gibt nur ein Arbeitsamt, aber es gibt kein Einkommensamt. Der junge Mann meint, dass er zwar viel Arbeit hat, aber dafür kein Einkommen. Was würde ein Recht auf Einkommen gesellschaftlich bewirken können? Der Schweizer Soziologe Uli Mäder nennt einige Eckpunkte. Die kritische Kontrastierung der einseitig bornierten Ausrichtung an der Erwerbsarbeit, die Fokussierung auf die Sinnfrage, was ist überhaupt wichtig im Leben, das würde Menschen rücken
stärken, das würde mehr Sicherheit verleihen, es würde einen Kreativitätsschub geben, es würde einen Zufriedenheitsschub geben, die Menschen müssten weniger kontraproduktiv mit den Ellbogen vorangehen und sie würden weniger die Erfahrung machen müssen, immer wieder darauf verpicht zu sein, auf Kosten von anderen profitieren zu können. Was eigentlich unser jetziges System mit dieser extremen Konkurrenz eigentlich auch eben dazu verleitet, Mechanismen der Solidarität zu unterlaufen. Soweit der Ordinarius für Soziologie. Wie aber sieht das jemand, der gerade von der Arbeit kommt und zum ersten Mal von der Idee hört? Das heißt, es hätten alle den gleichen Lohn? Alle verdienen, was sie verdienen. Aber ein Grundeinkommen? Aber alle haben als Basis so ein Grundeinkommen. Aber nur, wenn sie arbeiten? Egal was. Jeder bekommt es. Aber da stellt sich sicherlich die Problematik der Arbeitsmotivation, wenn ich sowieso einen garantierten Grundlohn habe. Wieso gehe ich dann arbeiten? Wie wäre das für Sie selber? Ich würde gerne arbeiten. Zu Hause sitzen bringt es nicht. Ich liebe meine Arbeit, ich tue es gerne, aber es gibt sicherlich solche, die werden dann nicht mehr zur Arbeit zu bewegen. Wenn es ein Grundeinkommen gäbe, würden Sie dann noch arbeiten gehen? Spontan antworten etwa 60% ja, unverändert. Etwa 30% antworten ja, aber nicht mehr Vollzeit oder auch etwas anderes als heute. Und etwa 10% sagen ganz offen, erstmal ausschlafen und dann weitersehen. Verreisen, sich um andere kümmern, nochmal studieren. Wenn es ein Grundeinkommen gäbe, denken Sie, die anderen würden dann noch arbeiten? Etwa 80% antworten nein. Wahrscheinlich wären die meisten dann nicht mehr zur Arbeit zu bewegen. Was ist das für eine Arbeit, zu der man bewegt werden muss? Die eigene wohl nicht, zu der bewegt man sich selbst. Wer ist der Beweger zur Arbeit? Das ist eine Tretmühle. Und das ist Kinderarbeit alles einmal ganz normal gewesen. Kaufen tun wir das immer noch. Man weiß es ja auch gar nicht so genau. Das Zeug kommt aus Fernost. Dort wird jetzt viel der sogenannten Drecksarbeit gemacht. Und hierzulande auch gerne mal von Leuten von woanders. Da fehlen dann schon mal Papiere, Verträge und jede Sicherheit. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Die sogenannte Drecksarbeit ist nicht unbedingt um ihrer selbst willen dreckig, sondern aufgrund der geringen Wertschätzung, der geringen Bezahlung und der Arbeitsbedingungen. Es ist oft Arbeit, die den Dreck anderer wegmacht. Wer macht da die Arbeit dreckig? Mit einem Grundeinkommen kann man auch Nein sagen. Aber wer macht dann die Drecksarbeit? Da gibt es drei Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt eine Kassiererin bei der Migro vorgestellt. Ihr macht die Arbeit vielleicht nicht so Spaß. Und ob sie überhaupt noch arbeiten gehen würde mit einem Grundeinkommen. Ja, dann fragen wir mal die Frau an der Kasse. Ja, also ich würde, für mich persönlich würde ich noch arbeiten, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, zu Hause rumzusitzen und gar nichts zu tun. Auch wenn ich diese Grundding hätte von 1000 Euro. Ja, das ist so eine Zahl, 1000 Euro. Es kann auch mehr sein oder weniger. Erstens wird es mir gar nicht reichen, muss ich ehrlich gestehen. Daher der Name Grundeinkommen. Reichen sollte es zum Lebensnotwendigen auf einem kulturtauglichen Niveau. Mehr Geld verdienen zu wollen, wird für die meisten so selbstverständlich sein wie heute auch. Aber zurück zur Kasse. Nicht gerade der Traumberuf. Klar, man denkt immer, das sei irgendwie jetzt bloß so an der Kasse Tätigkeit, aber man kommt mit sehr vielen Leuten zusammen. Und es kommt immer darauf an, wie man selber einfach ist. Und ich bin eigentlich ein sehr aufgeschlossener Mensch und ich habe keine Probleme und ich finde es eigentlich ganz toll hier. Einerseits würde sich also gar nicht so viel ändern. Ohne Arbeit könnte ich ja nicht. Das wäre mir zu langweilig. Andererseits
kann sich aber etwas ändern. Und dann könntest du ja auch reisen und so Sachen sehen, wo du jetzt nicht kannst. Du musst ja lernen, um einen Beruf zu machen. Und der Stress vom Beruf ist ja so schwer für alle, einen Beruf zu finden, oder? Du bist da und hast fast keinen Platz mehr. Und wenn es das hätte, wäre es ja auch nicht so der Stress. Wenn man jetzt also nicht die Schüler darauf konditionieren müsste, dass sie dann in irgendeiner Weise im Erwerbsleben auf Teufel komm raus den Platz finden, der für sie passt und von dem alle wissen, dass es den längst nicht mehr gibt für alle. Also diese verlogene Situation, in der wir uns eigentlich befinden. Ja, das Thema ist, denke ich, erst recht interessant für junge Leute, weil ja gerade heute in den Schulen festzustellen ist, wie ganz viele Jugendliche schon vor Zukunftsängsten leiden oder in den Schulen sich schon notorisch auf einen Beruf vorbereiten oder das bessere Übel wählen, das geringere Übel, aus Angst, später mit gar nichts dazustehen. Und im Grundeinkommen sehe ich die Möglichkeit und die Chance, gerade das ergreifen zu können, was man wirklich gerne machen möchte und was man auch gut machen kann. Aber ich sehe damit verbunden eine Krise, eine Sinnkrise. Es gibt einen Zeit und Raum, um sich Dinge zu überlegen. Und was würde ein Grundeinkommen für die Arbeit bedeuten? Man würde die Arbeit auf mehrere Leute aufteilen und dann wird sie auch wieder befriedigend. Und was war da mit der Sinnkrise? Ja, ich glaube, wir leben zum großen Teil in einer großen Illusion. Wir leben auf Kosten der Natur, auf Kosten und der zukünftigen Generation, auf Kosten unserer Partner. Das nicht zugeben wollen, dass andere für uns schaffen. Diese Abhängigkeit, diese Brüderlichkeit, solange dass sie nicht klar aufgenommen wird, da bin ich im Schulden meinen Mitmenschen gegenüber. So viel zur Brüderlichkeit und die Gleichheit in der Demokratie. Für mich hat das Grundeinkommen auch so eine Funktion von Demokratiepauschale. Menschen werden weniger erpressbar, wenn sie materiell grundabgesichert sind. Und das ermöglicht eine Entfaltung eines demokratischen, einer demokratischen Gesellschaft, von der alle profitieren, arm wie reich. Und die Kunst? Even when I'm not working, when I'm not physically creating a piece, I'm still working. And that's the hard line as an artist that's working. When is it? Do you get paid for those times when you're just living life and grabbing ideas to make new work, you know, as opposed to the actual physical time when I'm in a studio and I've been commissioned, you know, to make a piece? And so how do you then financially finance yourself to be able to be inspired and, you know, living is the art form in a way? Und als werdende Mutter? Ja, das wäre super, weil dann könnte ich mich in dem Maße, wie ich das möchte, könnte ich mich sicher um das Kind kümmern, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben. Und ich könnte mir aber trotzdem das, was ich arbeiten möchte, das könnte ich mir dann einfach so aufbauen, wie ich das möchte und nicht, wie das jetzt vielleicht die Arbeitsvermittlung möchte. Ja, ich denke, es wäre sehr gut, gerade in dieser Situation. Und wenn das Kind dann mal erwachsen ist, kann es mit dem Grundeinkommen auch schneller ausziehen. Kann man mit dem Grundeinkommen überhaupt erwachsen werden? Wenn man weiß, ein Einkommen ist ohnehin sicher? Wie ist das mit dem Grundeinkommen und dem Erwachsenwerden? Ich hätte nicht so viel Zeit gebraucht für meine Rebellion. Ich hätte die Integration vielleicht angenommen oder einen Platz in der Gesellschaft, weil der Preis vielleicht nicht so teuer, existenziell so teuer wäre. Ich hätte vielleicht weniger Angst gehabt, auf das Wichtigste verzichten zu müssen. Es hängt eben eigentlich sehr viel, es ist sehr viel in Verbindung damit und könnte auch sehr viel auslösen. Müssen wir immer mehr uns auch verantwortlich fühlen für alles andere, was auf der Welt passiert. Wir können uns ja nicht sozusagen isolieren in der Welt heute, die so geschrumpft ist.
Entscheidend ist, dass die Menschen erstmal die gedankliche Trennung von einem Einkommen beziehen und zu arbeiten, dass die innerlich vollziehen, dass sie innerlich realisieren, ich habe ein Einkommen, um arbeiten zu können, nicht ich arbeite, um Einkommen zu erhalten. Ich persönlich betrachte das Grundeinkommen als eine Art archimedischen Punkt, der dazu führen wird, dass viele andere Fragen dann in der Folge sich stellen werden. Allerdings wird man eine große Bewegung nicht auslösen, wenn man an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen will. Weiterkommen werden wir nur, wenn wir auf die Kraft des Individuums setzen. Die Kraft des Individuums, da wird es drauf ankommen. Dass der Mensch fliegen könne, war über Jahrtausende eine Utopie. Dass es nicht ging, sah man an denen, die es versuchten. Technisch ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Oder das Wahlrecht. Wie sollte denn da eine Gesellschaft funktionieren, wenn jeder Hansel mitbestimmen kann? Wenn der einfache Bürger mit seinem beschränkten Horizont und seinen ja doch nur privaten Interessen mitentscheiden kann, was für den Staat als Ganzes gut sei. Und dann kam es auch noch so, dass nicht nur Männer Bürger sind, sondern Frauen auch. Frauen sind doch viel zu emotional. Man muss sie geradezu davor schützen, mit ihren Entscheidungen alles durcheinander zu bringen. Und wer macht dann die Hausarbeit? Alles Argumente, die sich gegen ein Grundeinkommen wiederfinden. In der Schweiz wurde das Stimmrecht für Frauen dann 1971 eingeführt. Zum Mond wurde schon 3 Jahre früher geflogen. Und kurz bevor das geschah, hätte niemand für möglich gehalten, dass ein solcher Umsturz gegen die Macht überhaupt geht. Es geht ganz gut, was alles nicht geht. Der Bürger war nicht mehr nur das, was vom Staat regiert wird, sondern es kehrte sich um. Jeder Einzelne ist der politische Souverän und der Staat das, was er beauftragt, in freien Wahlen und Volksabstimmungen. Die Arbeit ist nicht mehr nur das, was der Arbeitsmarkt diktiert, der Mensch nicht für die Wirtschaft da, sondern es kehrt sich um. Jeder Einzelne ist wirtschaftlich souverän und die Arbeit das, worin er seinen eigenen Auftrag sieht, mit einer freien Einkommensbasis, die jedem als Recht zusteht. Thomas Morus war britischer Lordkanzler unter Heinrich dem VIII. Er verweigerte seine Hand der Herrschaft des Unrechts und wurde dafür geköpft. 1935 wurde er dafür heilig gesprochen und im Jahre 2000 erklärte Papst Johannes Paul II. Ihn zum Schutzpatron aller Politiker und der Regierenden. Thomas Morus schrieb Utopia, den Reisebericht von einer fernen Insel besserer Verhältnisse. Andere Autoren taten es ihm nach. Seit diesem Buch sprechen wir von Utopien. Utopos heißt der Nicht-Ort. Musik
Ideen zum Grundeinkommen finden sich schon in den Gesellschaftsutopien der Renaissance. Utopien sind der Ort, durch den man sagen kann, wo man selber ist. Jede spätere Zeit macht ernst mit dem, was zuvor nur gedacht wurde. Aufklärung, das heißt, ich sage laut, was ich sehe, was ich selber denke und für wahr halte und mache mein Wissen auch noch allen zugänglich. Jede Zeit hat ihre neue Aufklärung. Worauf kommt es dabei an? Ganz wichtig dann wird sein, eigentlich die eigenständige Fähigkeit zu denken, selber zu analysieren, weil natürlich in einer Umbruchsphase hergebrachte Denkmuster, die sozusagen vom Vater oder von der Mutter oder vom Lehrer oder vom Pfarrer oder vom Doktor übernommen wurde, dass diese dann plötzlich sich als falsch oder aber als beschränkt erweisen und dass man dann auf die Kürze ein neues Denkmodell entdecken muss, für sich auch eigentlich festigen muss. Und das bedeutet dann, dass man eigentlich an das selber glauben lernt, was man selber denkt. Wenn man aufs Matterhorn will, muss man daran denken, früh aufzustehen. Denn um die Mittagszeit muss man oben sein, damit man beim Abstieg nicht in Dunkelheit und Kälte gerät. Jeder Schweizer weiß das. Beim Ölverbrauch sind wir alle auf den Gipfel gestürmt, ohne dass sich jemand überlegt hätte, wie wir da wieder runterkommen. Der Peak of Oil, die größtmögliche Fördermenge, ist bald erreicht. Und von da an geht es steil bergab. Die Vollbeschäftigung in Erwerbsarbeit ist ebenfalls vorübergehend und hat ihren Peak bereits überschritten. Der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin prophezeite 1995, welches Ausmaß der Ausstieg aus der Vollbeschäftigung haben könnte. Rifkins Prognosen sind umstritten, aber nicht aus der Luft gegriffen. 1982 wurden in den USA 75 Millionen Tonnen Stahl hergestellt. 300.000 Menschen waren damit beschäftigt. 20 Jahre weiter wurden 100 Millionen Tonnen Stahl hergestellt, aber nur noch ein Viertel der Belegschaft musste dafür arbeiten. Neue Arbeitsplätze sind dabei auch entstanden, ein paar hundert vielleicht, im Consulting und in hochspezialisierter Technologie. So ist es nicht nur in der klassischen Produktion, sondern auch in vielen Bereichen der Dienstleistung. Die Netbank ist ein extremes Beispiel, macht aber eine Entwicklung deutlich. Sie benötigt nur noch ein Zehntel der Mitarbeiter bei gleicher Höhe an Kundeneinlagen gegenüber einer konventionellen Bank. Diese Entwicklung ist nicht beschränkt auf ehemalige Industriestaaten, sondern generell und weltweit sinkt die Zahl der Beschäftigten im Verhältnis zur Produktivität. Die Arbeitsplätze der Zukunft werden sich ganz stark an dem Modell der Künstler und Publizisten orientieren. Nicht betriebsförmig, mal wenig, mal viel Geld, mal wenig, mal viel Arbeit, mal alleine, mal im Team, befristet, meistens befristet. Und häufig von zu Hause aus. Und das neue Zeitalter wird verlangen, dass wir uns nicht von Angst oder Gier oder Hass steuern lassen, sondern eigentlich unsere höchsten Visionen leben, so gut es eben möglich ist. Vor 100 Jahren erzeugte einer, der in der Landwirtschaft arbeitete, Nahrung für 3 weitere Menschen. Heute erzeugt ein Landwirt genug für 120 Menschen. Woran das liegt, sieht man hier. Und so ist es und wird es fast überall. Heute bewegt ein Mensch mit seiner Arbeit 100-fach mehr als noch vor 100 Jahren. Das sind Ziele der Generationen vor uns. Was sind jetzt die Ziele?
dass es einfach mal so weitergeht und der Fortschritt für immer mehr Menschen zum Rückschritt wird? Zurück in die Angst ums schiere Überleben, als bräuchten wir keine weiteren Ideen mehr? Technische Innovation scheint heute wie von alleine zu gehen. Ganz anders ist es mit sozialer Innovation. Muss dafür der Kahn erstmal untergehen? Wenn der Kopf stillsteht, geht der Körper zurück. Soziale Veränderungen brauchen eine andere Kraft als die, mit der Maschinen schieben. Im Fahrwasser des Fortschritts dümpelt das Soziale eher so vor sich hin. Wie ist das mit dem Sozialstaat? Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand. Fehlt leider nur. Das geistige Band. Kann euch eben nicht ganz verstehen. Wer wird von alledem so dumm? Als ginge mir ein Mühlenrad im Kopf herum. Das Missverständnis beginnt, wenn jemand zur Arbeit geht und meint, das tue er für sich, weil er ein Einkommen erhält. Ein Einkommen erhält aber jeder, weil jeder es braucht, weil jeder auf die Leistungen anderer angewiesen ist. Wenn das Einkommen unmittelbar mit Arbeit verbunden wäre, dann müssten die Maschinen die meisten Einkommen erhalten. Es ist aber so, dass die Menschen, deren Arbeit sie übernehmen, weiterhin ein Einkommen brauchen. Das Grundeinkommen schafft nicht etwa die Erwerbsarbeit ab, aber es nimmt ihr die Totalität. Es schafft mehr Spielräume für Ernsthaftigkeit. Und der Sinn liegt nicht nur in der Funktion. Die Waschmaschine kostete in der Schweiz vor bald 50 Jahren 3.550 Franken. Das war viel Geld. Die gleiche Waschmaschine 50 Jahre weiterentwickelt, kostet heute 3.195 Franken. Der Preis ist also annähernd gleich geblieben. Aber vor 50 Jahren war ein Franken dreimal so viel wert wie heute. Das heißt, die Waschmaschine kostet nur noch ein Drittel von dem, was sie vor 50 Jahren kostete. Der Haarschnitt für den Herrn kostete vor 50 Jahren etwa 3,5 Franken und heute etwa 40 Franken. Das heißt, wo Methoden optimiert werden konnten, Technologie zum Einsatz kommt und längst nicht mehr so viele Menschen gebraucht werden wie früher, sind die Kosten gesunken. Wo das nicht der Fall ist, beim Friseur zum Beispiel, sind sie gestiegen. Teuer ist menschliche Arbeit, weil Menschen ein Einkommen brauchen und weil auf ihre Arbeit auch die Steuer erhoben wird. Dabei verdient ein Friseur auf die Kaufkraft gesehen heute nicht mehr als früher. Aber an dem Verhältnis der Preise lässt sich sehen, wo und in welchem Maße rationalisiert werden konnte und was Rationalisierung für uns bedeutet. Wäre es bei der Waschmaschine weitergegangen wie bei den Friseuren, dann würde sie heute 40.000 Franken kosten. Was die Waschmaschine mir abgenommen hat, nämlich nicht nur, dass sie meine Wäsche wäscht, dann kriege ich keine Antwort auf die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen ein Kulturimpuls ist. Schon vor 212 Jahren forderte Thomas Paine in seiner Schrift Agrarian Justice ein Grundeinkommen. Er begründete das so:
Alle Menschen sind von Geburt gleich und die Erde ernährt alle. Wenn ein Mensch geboren wird, hat er das Anrecht auf ein Stück Land, das ihn ernähren kann. Wenn aber alles Land schon aufgeteilt ist unter wenigen, die meinen, das sei ihr Eigentum, dann muss ein Ausgleich geschaffen werden. Dieser Ausgleich ist ein Grundeinkommen für diejenigen, die kein eigenes Land mehr haben und sich deshalb nicht selbst versorgen können. Seitdem ist der Wind in eine andere Richtung übers Land gegangen. Denn auch wer eigenes Land hat, kann sich heute nicht mehr selbst versorgen. Es läuft für alle besser, wenn ich mir den Trecker nicht selber bauen muss und die Wiese nicht nur für den eigenen Hausgebrauch dünge, wenn der Ertrag meiner Arbeit immer für andere ist. Selbstversorgung heißt, dass ich mir mein Gemüse selber ziehe und von dem lebe, was ich selber herstellen kann. Was hierzulande wie Selbstversorgung aussieht, ist ein Erfahrungsfeld, keine Selbstversorgung. Wir leben in der Fremdversorgung und das heißt, was ich in meiner Arbeit tue, ist für andere. Und was ich für mich in Anspruch nehme, haben andere geleistet. Mit Geld funktioniert dieses Zusammenspiel. Was durch Arbeit an Wert geschöpft wurde, löst sich ein, wenn der Käse über den Ladentisch geht und das Geld in die andere Richtung. Weil ich bezahlt werde für das, was ich tue, meine ich, es sei für mich, was ich tue. Es steht ein gutes Essen bereit in der Hölle und lange Löffel und jeder nimmt sich einen. Im Himmel ist alles genau gleich. Es steht ein gutes Essen bereit und Löffel und jeder nimmt sich einen. Und in diesem Paradigmenwechsel muss es doch wohl beschämend sein, wenn ich den anderen, der für mich arbeitet, verdonnere, dass er in den Staub kriechen muss, damit er überleben kann. Also ich glaube, das Zeichen der Neuzeit für mich ist die absolute Individualisierung der Gesellschaft. Die Menschen haben eigene Ziele, eigene Vorstellungen und sie suchen natürlich auch nach den Mitteln, mit denen sie die umsetzen können. Und da spielt Geld in der arbeitsteiligen Gesellschaft einfach eine ganz große Rolle. Das heißt, das Geld als Mittel zur Freiheit, ich glaube, das ist das Thema, das wir uns drehen müssen, dass viele Menschen
dann das aber nicht schaffen, also sozusagen zum Sklaven des Geldes werden und den ursprünglich angelegten Aufbruch in die Freiheit dadurch eigentlich wieder verlieren, das ist eigentlich die Tragik und Ironie unserer augenblicklichen Situation. Sklave des Geldes zu werden, was ist das? Dass man alles tun am Geld misst, als sei das Geld der Wert, und meint, mit Geld müsse man vor allem mehr Geld haben, mehr Verfügungsgewalt über das Geld anderer und deren Lebensraum. Die Sklaven des Geldes versklaven andere mit der Macht, die sie dem Geld geben. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würde ein Teil des Geldes aus demokratischem Beschluss für jeden und alle Mittel zur Freiheit. Das Geld ist die Magd, der Mensch, die Königin. Schafft das auch bessere Bedingungen für die globalen Aufgaben? Ich glaube auf jeden Fall, dass es würde ja erstmal also Freiheit schaffen, das zu tun in der Welt, was nötig ist. Denn wir haben jetzt eine Situation, die ja total absurd ist. Investmentberater sagen, das große Problem für sie ist, dass es so viel Geld ist, dass es zu viel Geld gibt. Und gleichzeitig gibt es Produktionsüberkapazitäten fast überall. Und dann gibt es eine riesige Arbeitslosigkeit, die immer steigt. Und dann gibt es unglaublich viele ungelöste Aufgaben. Also es gibt sehr vieles, was wir machen müssen und können. Und zwar sehr, sehr dringend, wenn wir nicht in die globale Katastrophe steuern. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ein Kind, das am Hunger stirbt heute, wird ermordet. Das Geld fließt nicht dahin, wo es gebraucht wird. Es verschließt sich sozialer Realität, abgehoben in die scheinbare Selbstvermehrung. Vor der Tür wird's knapp, die großen Summen finden als Inzest statt. Was daraus kommt, sieht nicht nach mehr Lebensmöglichkeiten für alle aus, sondern der angelegte Gewinn implodiert zum rasenden System, statt Zukunft, wetten das? Dass Einkommen und Arbeit voneinander getrennt werden muss, das zeigt uns die Realität immer deutlicher. Und ich denke, dass das Grundeinkommen wirklich eine Lösung auch für die Arbeitslosigkeit sein kann. Denn tatsächlich gibt es unglaublich viel zu tun, aber es gibt kein Geld dafür. Ne? Und ich denke, dass das Grundeinkommen eine Form wäre, das Geld dahin zu leiten, wo es gebraucht wird, und Menschen freizustellen, das zu tun, was in ihren Impulsen liegt. Arbeit und Einkommen trennen. Das macht das Grundeinkommen in seiner Höhe. Aber wie wäre das in einer Gesellschaft zu organisieren? Der Kreis stellt die Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft dar. Umso produktiver sie ist, umso größer. Als Wertschöpfung einer Volkswirtschaft bezeichnet man das, was im Laufe eines Jahres in einem Land an Dienstleistungen und Produkten hergestellt, weiterverarbeitet und dann auch verkauft wird. Diese Wertschöpfung teilt sich in einen Staatsanteil und einen Privatanteil. Etwa die Hälfte der gesamten Wertschöpfung geht über Steuern und Abgaben an den Staat. Damit bezahlen wir unsere Schulen, die Polizei, Sozialleistungen und alle weiteren Leistungen, die nicht der Einzelne bezahlen soll, der sie in Anspruch nimmt, sondern die wir als Gemeinschaft tragen wollen. Leistungen, die wir demokratisch beauftragen. In der Schweiz betrug die Staatsquote im Jahre 2005 36%, in Schweden 56%. In Österreich machte sie genau die Hälfte der Wertschöpfung aus, 50%, und in Deutschland lag sie bei 47%. Wie sähe das nun aus mit einem Grundeinkommen? Bei den Einkommen, die der Staat auszahlt,
wäre die Einführung des Grundeinkommens nur eine Änderung in der Art der Auszahlung. Denn das Geld für diese Einkommen ist ja durch die vorhandene Steuer bereits beim Staat. Auch heute zahlt der Staat diese Einkommen aus Steuergeldern. Einkommen seiner Angestellten, seiner Beamten und der Empfänger staatlicher Transfergelder. Bei all diesen Einkommen wäre die Einführung des Grundeinkommens nur eine Änderung in der Buchhaltung. Bei den privatwirtschaftlichen Einkommen ist das Geld für ein Grundeinkommen noch nicht beim Staat. Es muss erst durch Steuern an den Staat fließen, damit er es als Grundeinkommen auszahlen kann. Dadurch erhöht sich die Staatsquote. Heißt das noch mehr Staat? Das heißt weniger Staat, weniger Schnüffelei und Bevormundung, weniger Verwaltung. Der Staat ist für das Grundeinkommen lediglich Treuhänder und Garant des Rechtsanspruchs. Aber die Steuer wird höher. Und welche Steuer könnte das sein? Am naheliegendsten ist da immer, es von denen zu nehmen, die besser verdienen. Diese Idee, eine Art Grundeinkommen durch die Einkommensteuer zu finanzieren, hatte auch schon Milton Friedman. Bedürftigen Haushalten sollte dafür Einkommensteuer ausgezahlt werden. Negative Einkommensteuer nannte er das. Sein Modell dominierte bis in die 90er Jahre die Debatte um die Finanzierung eines Grundeinkommens. Entwickelt wurde es in den 60ern und stand in den USA kurz vor einer staatlichen Einführung. Milton Friedman ging es um einen schlanken, liberalen Sozialstaat. 50 Jahre später würde eine Finanzierung durch die Einkommensteuer sich auf das abstützen, was weniger wird. Die Erwerbsarbeit. So geht es heute dem Sozialstaat. Mehr Erwerbslose heißt weniger Steuereinnahmen aus der Einkommensteuer. Und höhere Einkommensteuern belasten die Erwerbsarbeit noch mehr. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Das Widersinnige an der Einkommensteuer ist, dass sie die Leistung besteuert und damit die eigene Basis auffrisst. Welche Steuern also könnten es heute sein? Schauen wir uns einmal in diesem Unternehmen konkret an, wie das heute mit der Steuer überhaupt ist. Ein Kaffeehaus in Basel. Über 1000 Gäste am Tag. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3,5 Millionen Franken Umsatz im Jahr. Und wie ist das mit der Steuer? Steuern sind in einem Unternehmen immer Kosten. Und alles, was Kosten sind, muss durch den Verkauf wieder reinkommen, sonst hat man dann bald kein Unternehmen mehr. Es gibt eigentlich grundsätzlich drei Arten von Steuern. Das ist die Mehrwertsteuer, die wird direkt vom Konsumenten bezahlt. Und dann gibt es die Lohnnebenkosten und die Einkommensteuern. Die Mehrwertsteuer steht auf jedem Kassenzettel und ist jedem sichtbar. Für das Unternehmen stellt sie keine Kosten dar und erscheint nicht in der Betriebsrechnung. Und wie ist das mit den Lohnnebenkosten? Da muss ich so tun, als würden die Mitarbeiter und das Unternehmen je zur Hälfte die Abgaben bezahlen. Ich schreibe das dem Mitarbeiter aufs Blatt, ist so vorgeschrieben, ich kann gar nicht anders. Und natürlich auch in die Buchhaltung. Das Geld aber wird vom Unternehmen einbezahlt und kommt eben, wie gesagt, von den Gästen. Das Geld für die Einkommensteuer wiederum bekommen die Mitarbeiter tatsächlich, bevor sie es dann der Steuerbehörde überweisen. Und selbstverständlich sind auch die Einkommensteuer bereits in die Verkaufspreise einkalkuliert. Was bezahle ich denn da, wenn ich eine Latte Macchiato trinke, eine mit einem Espresso befleckte Milch? Die kostet hier 5,20 Franken. Ein Viertel des Preises dient zur Deckung der Infrastruktur. Das sind die Kosten für das Gebäude, für Energie, Mobiliar und Geschirr. Ein weiteres Viertel im Preis ist für die Warenkosten. Das ist die Milch, der Kaffee und wer will, auch noch Zucker. Den größten Anteil im Preis machen die Löhne aus. Das ist für den Service, aber auch für die, die sauber machen und die das Ganze organisieren. Und obendrauf kommt dann noch die Mehrwertsteuer. In der Schweiz nur 7,6%.
Das ist die Steuer, die erst fällig wird, wenn der Kunde kauft. Wenn also alle Mühe der Wertschöpfung sich einlöst. Wenn nämlich dem Kellner vorher das Tablett aus der Hand fällt, dann war's das mit der Wertschöpfung. Auch wenn von der Alpwiese bis hierhin schon viel Arbeit in die Latte Macchiato geflossen ist. Eine verschüttete Latte Macchiato ist keine Latte Macchiato und hat auch keine Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer steht am Ende der Wertschöpfung und ist deutlich ausgewiesen. Es sind aber auch Steuern im Preis, die man nicht sieht und die schon auf dem Wege der Wertschöpfung erhoben wurden. In den Löhnen sind das die Einkommensteuern, Lohnnebenkosten und Sozialabgaben. In den Warenkosten sind aber auch Steuern enthalten, denn da wurden auch Einkommen gezahlt, auf denen lagen auch Steuern und die wurden auch in die Preise weitergegeben. Und genauso ist es bei den Infrastrukturkosten. Zahlen tut's der Konsument. Denn erst was er ausgibt, ist das Geld, mit dem alles andere bezahlt wird, auch die Steuer. Wie sähe es aus, wenn man das mal deutlich macht? Wäre die Steuer so, in einem Betrag, jedem sichtbar wie die Mehrwertsteuer, erst am Ende der Wertschöpfung fällig, dann würde die Steuer erst in den Reifenapfel beißen und nicht schon vorher an ihm herumknabbern. Dann könnte auch jeder sehen im Preis, mit wie viel Geld er beisteuert zu seinem Staat und ihn mitsteuert. Die Demokratie findet an der Kasse statt. An der Kasse sind alle gleich. Schwarzarbeit gäbe es nicht mehr, wenn die Steuer nur noch Mehrwertsteuer wäre. Denn dann würde auf die Arbeit keine Steuer mehr erhoben. Aber Schwarzverkäufe wären sehr verlockend. Statt 40 Franken beim Friseur unter der Hand nur noch 20 zahlen, das macht viel aus. Wo keine Quittungen ausgestellt werden, könnte die hohe Endsteuer auch unterschlagen werden. Wenn es aber nur noch diese eine Steuer gäbe, hätte es auch die Steuerfahndung leichter und könnte effektiver sein. Nur Steuerberater lohnen sich dann nicht mehr so. Viel bürokratischer Aufwand in den Unternehmen und in der Finanzverwaltung nähme ab. Sie haben in einer entgrenzten Welt Chancen, nachhaltig Steuern einzunehmen als Staat, nur dann, wenn Sie eine Steuerquelle auftreiben können, die nicht davonlaufen kann. Diese Steuer, die nicht davonlaufen kann, ist die Mehrwertsteuer. Sie wird da fällig, wo der Konsument sein Geld ausgibt. Darum kann man sie auch Konsumsteuer nennen. Diese Steuer zahlt nicht, wer die Latte Macchiato bringt, sondern wer sie trinkt. Die Einkommensteuer hingegen tut so, als sei mein Einkommen der Ertrag meiner Arbeit, weil es das ist, was ich mit nach Hause bringe. Sie ist die Steuer der Selbstversorgung und schafft in der Fremdversorgung Probleme. Mehr alte Menschen, mehr Erwerbslose. Mit der Konsumsteuer wäre das für den Staat finanziell kein Problem. Denn konsumiert wird immer und produziert wird genug. Aber gerade da zeigt sich eines der Probleme mit der Einkommensteuer. Denn unter ihr ist die Maschinenarbeit von der Steuer befreit. Wenn zwei Produkte heute das gleiche kosten, von denen aber das eine vorwiegend von Menschen gemacht wurde und das andere vorwiegend von Maschinen, dann sind im Preis des einen relativ viele Steuern enthalten und im Preis des anderen wenige. Weil Maschinen kein Einkommen haben, ist ihre Arbeit weitgehend steuerfrei. Das ist wie Schwarzarbeit. Links, das könnte so sein beim Friseur. Und rechts bei der Waschmaschine. Weil die Steuern auf menschliche Arbeit erhoben werden, sind beim einen im Preis viel Steuern enthalten und beim anderen weniger. Nimmt man jetzt bei beiden nur den effektiven Preis der Wertschöpfung ohne die vorher eingerechnete Steuer und setzt auf beide den gleichen Prozentsatz Konsumsteuer auf, bis sie beide zusammen das Steuervolumen erreichen, das vorher in den roten Flächen abgebildet war,
dann kostet das eine weniger als heute und das andere mehr, weil Maschinenarbeit nicht mehr steuerlich subventioniert wird. Die Arbeit von Menschen und die von Maschinen wäre steuerlich gleichgestellt, weil die Steuer erst auf das Ergebnis der Wertschöpfung kommt. Maschinen würden nicht nur die Arbeit übernehmen, sondern auch das Steueraufkommen. Und würde der Haarschnitt für den Herrn bei dieser Konsumsteuer noch das gleiche kosten wie heute, dann wäre das Steueraufkommen insgesamt erheblich gestiegen. Wenn die Steuern wie heute zu einem großen Teil schon in den Produktpreisen enthalten sind, dann gehen sie mit dem Produkt auch über die Grenze. Dann zahlen die Leute im Ausland das Bildungssystem, die Infrastruktur, den Sozialstandard der Schweiz mit, wenn sie ein Produkt aus der Schweiz kaufen. Das ist die eine Ungerechtigkeit. Und die andere? Was hier so günstig aus dem Ausland einzukaufen ist, ist neben anderen Gründen auch deshalb so billig, weil dort weniger staatliche Leistungen für die Menschen stattfinden und darum im Preis weniger mit zu bezahlen ist. Die Konsumsteuer käme auf alle Importe, alles, was zum Verkaufen ins Land kommt. Und was im Land hergestellt wird, hätte die gleiche Steuer. Sie kommt auf alles, was im Land verkauft wird, denn sie kommt ja auch den Menschen zugute, die im Land leben. Die Konsumsteuer ist aber kein Exportgut. Geht das Produkt über die Grenze, geht die Steuer nicht mit. Jedes Land bleibt souverän, seinen eigenen Staatshaushalt zu beschließen und ihn auch selbst zu bezahlen. Die Konsumsteuer ist die gerechte Steuer der Globalisierung, die faire Steuer für den fairen Handel. Und hier wurde sie erfunden, die Steuer auf den Verkauf. Die Brühlschen Terrassen am Elbufer in Dresden. Graf Heinrich von Brühl hatte die Idee einer Abgabe auf alle Verkäufe im Land. Gut 200 Jahre später wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine ähnliche Steuer eingeführt, aber ganz anders gerechnet. Die Mehrwertsteuer. Sie gibt der Arbeitsteilung mehr Raum und ist wettbewerbsneutral. In Deutschland macht sie mit ihren 19% mittlerweile den größten einheitlichen Steuerposten aus. In Schweden liegt sie bei 25%. Für den Beitritt in die EU ist sie Voraussetzung. Sie ist die kommende Steuer. Sie ist die Steuer der Fremdversorgung. Einer, der bei der Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland mitgewirkt hat, ist Dr. Benedictus Hadorp. Er nennt sie Ausgaben- oder Konsumsteuer und ist der Ansicht, dass diese Steuer die einzige Steuer sein sollte. Nur Mehrwertsteuer, das wäre am allereinfachsten. Ne? Dann brauchen wir die ganzen Steuererklärungen und so weiter nicht. Dann ist es alles befreit davon. Aber wenn jetzt jeder, wenn die Steuer nur noch die Mehrwertsteuer ist, wo bleibt denn dann der steuerfreie Betrag? Ne? Weil der steuerfreie Betrag ist ja in der Steuerbemessung eigentlich die soziale Komponente. Ne? Bei der Mehrwertsteuer zahlt jeder den gleichen Prozentsatz Steuern im Preis. Ob arm oder reich. Wie soll das gehen mit der sozialen Komponente? Ja, dann machen wir Folgendes, dann kriegt jeder für seine Grundbedürfnisse die Mehrwertsteuer rückvergütet. Diese Rückvergütung ist das Grundeinkommen. Der Kreis schließt sich. Wir sind wieder beim Grundeinkommen, aber nicht mit der Frage, wie finanziert man es, sondern wie wird die Mehrwertsteuer sozial? Von der Mehrwertsteuer aus ergibt sich das Grundeinkommen als logischer Schritt zu ihrer sozialen Komponente, als ausgezahlter Steuerfreibetrag. Dass der bedingungslos ist, versteht sich nun von selbst. Wie würde sich das konkret auswirken? Wir rechnen das mal durch.
Einmal angenommen, das Grundeinkommen wäre 1000 Euro. Und die bekäme jeder, als ausgezahlter Steuerfreibetrag, unabhängig davon, wie viel jemand verdient. Wenn ich nichts dazu verdiene, bleibt es bei den 1000 Euro als Gesamteinkommen. Wer 500 Euro dazu verdient, hätte ein Gesamteinkommen von 1500 Euro. Wer ein Gehalt von 1000 Euro hat, würde mit dem Grundeinkommen über 2000 verfügen und so weiter. Jeder erhält in diesem Beispiel 1000 Euro Steuern als Grundeinkommen. Und wie viele Steuern zahlt man dann? Wenn die Steuern auf Arbeit entfallen und die Steuer als Mehrwertsteuer auf das Ergebnis der Wertschöpfung kommt, dann beträgt sie etwa 100%. In den Verbraucherpreisen wäre also etwa die Hälfte ausgewiesene Steuer. Wer etwas für 10 Euro kauft, bezahlt damit 5 Euro Steuern. Wer 1000 Euro ausgibt, hat dabei 500 Euro Steuern bezahlt. 1000 Euro aber hat er an Steuern erhalten. Real hat er minus 500 Euro Steuern bezahlt. Oder anders gesagt, real hat er 500 Euro Steuern erhalten. Wer 1500 Euro ausgibt, zahlt dabei wiederum die Hälfte in den Preisen, 750 Euro Steuern. 1000 hat er erhalten, real hat er minus 250 Euro Steuern gezahlt oder, anders gesagt, unterm Strich mit dem Grundeinkommen 250 Euro Steuern erhalten. Wer 2000 Euro ausgibt, hat dabei 1000 Euro Steuern gezahlt und somit real keine Steuern bezahlt, aber auch keine erhalten. Erst wer mehr als das Doppelte des Grundeinkommensbetrages ausgibt, zahlt real Steuern. Wer 3000 Euro ausgibt, hat dabei real 500 Euro Steuern gezahlt und so weiter. Bei Ausgaben, die doppelt so hoch sind wie das Grundeinkommen, liegt der steuerliche Nullpunkt. Von hier aus findet eine Progression statt. Wer 3000 Euro ausgibt, zahlt dabei einen Anteil von 17% des Betrages an Steuern. Wer 5000 Euro ausgibt, zahlt bereits einen steuerlichen Anteil von 30%. Bei noch höheren Ausgaben geht der Steueranteil bis an die 50%. Und genauso findet auch eine Progression zur anderen Seite statt. Die soziale Progression in der Mehrwertsteuer durch das Grundeinkommen wäre einfach und vor allem wirksam. Klassisch gewöhnlich gibt es ein linkser Argument gegen Konsumsteuer, nämlich dass es regressiv ist, dass die Ärmeren eine größere Proportion ihres Einkommens zahlen, wenn es eine Konsumsteuer ist und keine persönliche Steuer. Aber wie die Einkommenssteuer jetzt funktioniert, ist sie jedenfalls auch nicht mehr progressiv, weil die reicheren Leute auch mehr Möglichkeiten haben, um einen Teil ihres Einkommens oder entweder zu verstecken oder minder steuerhaft zu machen. Wer es sich leisten kann, minimiert sein Einkommen vor der Steuer so, dass sie ihn nicht so recht greifen kann. Wer sich das nicht leisten kann, den belastet sie. Letztlich wird sie, wie wir gesehen haben, samt der Progression in die Preise weitergegeben, ohne dass ein Grundeinkommen da den sozialen Ausgleich schafft. Die Einkommensteuer besteht nur noch aus Augenwischerei. Oder anders gesagt, sie erspart das Hinschauen. So sieht es aus, wenn die Steuer in einem Betrag auf das fertige Produkt kommt. Und so, wenn sie als Steuer auf Einkommen schon vorher in den Produktpreis eingerechnet wird. Da machen die Kosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knapp die Hälfte im Preis aus. Rechts würden sie etwa ein Viertel ausmachen. Links steht die Arbeit unter einem hohen Kostendruck. Sie macht den größten Anteil im Preis aus. Schnelle Entscheidungen, wer nicht gebraucht wird, alle an der Grenze der Belastbarkeit und kaum Raum, um etwas auszuprobieren. Rechts gäbe es mehr Spielraum, weniger Stress und eher mal den Gedanken,
man könne auch jemand mehr einstellen. So wirkt sich die Mehrwertsteuer auf die Arbeit aus. Das Grundeinkommen geht in die gleiche Richtung. Ein Teil der Grundeinkommen ist bereits durch die bestehende Steuer bezahlt. Der andere Teil lässt die Steuer zunehmen und wächst als Grundeinkommen in die privatwirtschaftlichen Erwerbseinkommen, auch bei denen, die die Waren liefern und die Infrastruktur. Alle Steuer kommt erst auf das fertige Endprodukt, wenn es beim Kunden steht. Wenn also diese Latte Macchiato beim Gast auf dem Tisch steht, dann setzt sich ihr Preis so zusammen. Das untere Drittel ist der Preis für die Herstellung der Latte Macchiato, das mittlere Drittel der Preis für das Grundeinkommen, das obere Drittel der Preis für die übrigen staatlichen Aufgaben. Und übrigens, alle Preise sind Einkommen. Das untere Drittel sind die Einkommen derer, die unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt sind. Das obere Drittel sind die Einkommen derer, die die Rahmenbedingungen dafür herstellen und die staatlichen Aufgaben erfüllen. Das mittlere Drittel die Grundeinkommen für alle. Im Vergleich zu heute würden die Kosten der Arbeit in diesem Kaffeehaus nicht mehr knapp die Hälfte im Preis ausmachen, sondern etwa ein Sechstel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dabei das gleiche Einkommen. Heute minus Steuern, dann plus Grundeinkommen. Das Grundeinkommen wächst in das bestehende Einkommen. Die Höhe des Gesamteinkommens verändert sich nicht. So ist das Prinzip. In der Praxis ist das Grundeinkommen eine neue Verhandlungsbasis. Zum Beispiel, wenn es nur noch so wenig ist, was ich bei der Arbeit verdiene. Vielleicht bleibe ich dann lieber zu Hause und kümmere mich um die Kinder, die ja auch ein Grundeinkommen haben. Oder es lockt mich einfach nur die Hängematte, nicht im Büro, zu Hause. Wie auch immer. Wer innerlich kündigt, kann das mit einem Grundeinkommen auch gleich äußerlich tun. Und sich etwas Eigenes aufbauen, alleine oder mit anderen. Mehr Chancen für bestechende Ideen als für die Bestechung durch Einkommen. Denn ein Einkommen hat jeder und bringt jeder schon zur Arbeit mit. Da kann man auch mal etwas Neues anfangen. Und man kann die anderen fragen, ob sie mitmachen, denn die haben auch ein Grundeinkommen. Vielleicht möchte ich aber auch einfach nur meine bisherige Arbeit weitermachen. Das Grundeinkommen schafft mehr gleiche Augenhöhe, mehr Gewicht für meine eigenen Vorstellungen, wie die Arbeit sein soll, wirkliche Zusammenarbeit. Und vielleicht muss es dann auch ein bisschen mehr sein, was der Arbeitgeber drauflegt. Es würde sich einiges ändern in der Unternehmenskultur, wie hoch dann die Erwerbseinkommen sind. Das ist eine neue Verhandlungssache. Die Verhandlungssache hat viele Gesichter. Wenn in einer Familie nur einer der Partner ein Einkommen hat, der andere keines und die Kinder Kindergeld, dann hat von dem Einkommen des einen auch der andere ein Einkommen und die Kinder. Das Grundeinkommen löst in seiner Höhe das Einkommen aus dem Gruppenzusammenhang von Firma und Familie und richtet es aus dem demokratischen Ganzen auf die einzelne Person. Das Grundeinkommen ist emanzipatorisch. Mehr gleiche Augenhöhe auch in der Familie und bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Willi und Hans sind Kollegen. Gleiche Firma, gleiche Arbeit, gleiches Einkommen. Wir sind in der Schweiz. 10.000 Franken, davon kann man gut leben. Kommt aber auch drauf an, wie viele davon leben. Hans hat eine Familie, eine Frau und zwei Kinder. Einmal angenommen, das Grundeinkommen betrüge in der Schweiz 2.500 Franken und angenommen, Kinder erhielten die Hälfte. Dann hätte die Familie von Hans sein Grundeinkommen, das seiner Frau und das der Kinder zusammen 7.500 Franken. Das Geld musste Hans vorher durch seine Arbeit ranschaffen, damit die Familie versorgt ist. Jetzt könnte er für 2.500 Franken zur Arbeit gehen
und hätte mit seiner Familie doch das Gleiche wie vorher. Willi lebt alleine. Naja, er hat noch einen Hund. Aber Hunde haben kein Grundeinkommen. Mit seinem Grundeinkommen hätte Willi noch das Gleiche wie vorher, wenn er für seine Arbeit 7.500 Franken bekäme. Das heißt, Hans ist jetzt deutlich im Vorteil am Arbeitsmarkt. Weil er eine Familie hat, weil es ein Grundeinkommen gibt, weil er eine bessere Verhandlungsbasis hat und seine Arbeit viel günstiger anbieten kann als Willi, ohne dass er und seine Familie deshalb weniger Geld hätten. Was heißt das jetzt für die Höhe des Erwerbseinkommens? Dass für gleiche Arbeit ganz unterschiedliche Einkommen gezahlt werden, das wird nicht so sein. Es wird auch nicht so sein, dass die Höhe des Einkommens sich jetzt alleine an Willi orientiert oder alleine an Hans, sondern da pegelt sich etwas neu ein. Und zwar in der Mitte, bei 5.000 Franken. Gleiche Firma, gleiche Arbeit, gleiches Einkommen. 5.000 Franken für Willi und für Hans. Neben der in Geld messbaren Wertschöpfung gibt es noch eine zweite Wertschöpfung, die sich nicht in Geld misst. Die Schaffung unentgeltlicher Werte, sozialer, kultureller, menschlicher Werte. Mit der Einführung eines Grundeinkommens würde die Schaffung unentgeltlicher Werte zunehmen. Zum Beispiel in der Gesundheit, Pflege aus Zuneigung, geistige Aktivität, Zeit für Menschen, Bildung, die stärkt, freie Forschung auf allen Lebensgebieten und ein freies Unternehmertum für das, was Neues in die Welt bringt. Tätigkeiten, die nicht zu rationalisieren sind und oft auch gar nicht zu bezahlen. Das Grundeinkommen gäbe auch die Muße, wahrzunehmen, worum es einem eigentlich geht. Würde die in Geld messbare Wertschöpfung dadurch abnehmen? Vielleicht, weil manche dann nur noch 2 Tage die Woche zur Arbeit gehen und die restliche Zeit sich um ihre Oma kümmern, die ja auch ein Grundeinkommen hat? Das würde beim heutigen Grad der Automatisierung nicht zu einem Produktionsrückgang führen. Auf einer gesünderen, angstfreieren, selbstbewussteren und ideenreicheren Gesellschaftsgrundlage erhielte vieles einen neuen Wert. Und vieles würde möglich, was heute in den Startlöchern bleibt. Die wirtschaftliche Dynamik nähme zu und damit auch die in Geld messbare Wertschöpfung. Woran besteht heute der größte Bedarf? Vertrauen. Und worunter leiden Sie am meisten? Kälte. Ist das Grundeinkommen eine Fantasie oder Vernunft? Ich glaube, das ist rational und wirtschaftlich. Warum haben wir dann noch kein Grundeinkommen? Es kollidiert etwas, was eigentlich unser Leben wie so ein innerer Kompass leitet, mit den Problemen und Möglichkeiten, vor denen wir stehen. Und wir kriegen das nicht zusammen. Und da wir offenbar noch nicht so weit sind, uns zu fragen, ob an den Überzeugungen etwas nicht stimmt und ob wir nicht sehen müssen, dass die Überzeugungen eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, halten wir an dem fest, was wir haben. Das heißt, wir müssen umso stärker alles, Schule, Universität, an der Erwerbsorientierung ausrichten, weil wir sie noch nicht aufgeben können. Das ist eigentlich ein Symptom. Die Verschärfung in der Lage, in der wir uns befinden mit den Möglichkeiten, also die Verschärfung der alten Vorstellung, ist ein Symptom dafür, dass sie uns schon abhanden gekommen sind. Es geht ja nicht mehr darum, dass dieses System, was wir jetzt haben, weiter funktioniert. Es geht darum, dass wir Alternativen aufbauen müssen, die sichtbar sind. Und ich glaube, da ist also die Idee des Grundeinkommens, auch wenn wir da anfangen können, das jetzt auch regional und lokal zu praktizieren, durch Regionalwährungen und so weiter, ist ein sehr gutes Beispiel für eine alternative Ordnung, die, wie gesagt, nicht etwas völlig Neues und Revolutionäres ist. A basic income is not a charity,
Yeah. It's not just an assistance. It's like you said, a civil right. It's the right of each person to participate in the wealth of the nation. Es ist das Werk von Senator Suplicy, das im brasilianischen Gesetz das bedingungslose Grundeinkommen bereits verankert ist. Als Ziel für die Zukunft. In was für Ländern kann man überhaupt über ein Grundeinkommen nachdenken? Ich glaube, auch in Ägypten kann man das. Man muss es nur ganz anders anschauen. Man kann es nicht vergleichen zu den Modellen, die man für Europa entwickeln kann. Aber im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar sehr, sehr wichtig, das für Ägypten auch anzupassen und anzuschauen. Wie würde Grundeinkommen wirken auf die Menschen in Ägypten? Erstmal befreiend. Aus einer existenziellen Not würden sie erstmal befreit sein und dann ganz anders in die Zukunft schauen und die Möglichkeiten abschätzen können. Jetzt geht es ums pure Überleben. Warum, Herr Suplicy, setzen Sie sich so für ein Grundeinkommen ein? Because I want to find the truth. So, I want to find the way to eradicate absolute poverty, to build a just society, to improve income distribution, to have justice, and to struggle for the day when everybody may sit in the table of fraternity, like Martin Luther King said in I Have a Dream. I have a dream. I have a dream today. Anfangen könnte man mit dem Grundeinkommen bei den Kindern, zum Beispiel ab Jahrgang 2000. Und mit den Kindern wächst es in die Gesellschaft hinein. Anfangen kann man aber auch beim eigenen Einkommen, indem man es einmal anders denkt. Wir rechnen bei der Einkommensvergabe ja nicht das Geleistete ab, sondern wir ermöglichen durch das Einkommen den Beitrag zur Gemeinschaft. Ihre Arbeit, die Sie leisten, die wir alle leisten, ist immer unbezahlbar, sondern durch das Einkommen wird sie ermöglicht. Anfangen könnte man mit dem Grundeinkommen auch in einer Region, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, oder in einer Stadt, zum Beispiel Greifswald. Stiftungen könnten anfangen, indem sie Menschen finanziell freistellen, ohne Bedingungen. Das Stiftungswesen, auch der Staat mit seinen Zuschüssen, da wurden Instrumente geschaffen, um freies Geistesleben, um Soziales zu finanzieren. Aber da steht kaum der einzelne Mensch als sozialer Unternehmer im Mittelpunkt oder als kultureller Unternehmer, sondern da gibt es Projektanträge, da gibt es Strukturen, da gibt es Kriterien zu erfüllen. Also es wird nicht ernst gemacht mit dem Individuum. Genau das würde ein Grundeinkommen. Ernst machen mit dem Individuum. Dagegen wird behauptet, dass man gerade dem Individuum nicht trauen könne und die meisten auch keine Idee hätten, von sich selbst und von sich aus nichts tun wollen. Welche Erfahrungen hat die Leiterin des Existenzgründungszentrums für Arbeitslose in Frankfurt am Main? Die Ideen sind da. Nur sie sind verschüttelt und oft zugedeckt durch Existenzängste, durch falsche Vorstellungen, was kann man im Prinzip machen oder was darf gemacht werden, was ist gewollt. Bin ich fest davon überzeugt, dass das Grundeinkommen helfen würde, mehr Potenziale zu erschließen. Das heißt, es kommt ja wieder auch zurück für die Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist die Frage, wie können im Prinzip oder wie hoch wäre der Return of Investment, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Und der ist, denke ich, sehr hoch. Dann sollten wir mit der Investition mal beginnen. Aber die Investition geht an alle, auch an die, die ich gar nicht mag. Das finde ich sogar ganz wichtig. Jetzt habe ich mich das ganze Leben abgemüht, mich zu disziplinieren, mich zu trainieren, dass ich irgendwie sinnvoll beschäftigt werden kann. Und jetzt kommen die daher, diese jungen Leute,
die überhaupt sich nicht disziplinieren müssen und denen soll nun Geld gegeben werden? Das ist ein Skandal. Dieses Argument steht eigentlich, glaube ich, dahinter, hinter der Ablehnung des Grundeinkommens. Aber weil das vielleicht nicht so schick ist, nicht so gut aussieht, wenn man dieses Argument trägt, sagt man, ja, aber wie soll man es finanzieren? Also wir haben geschafft dafür, um die Arbeit zu mechanisieren, den Menschen frei zu machen. Und jetzt stöhnen wir, wir haben keine Arbeitsplätze. Und niemand sagt uns, ja verdammt nochmal, dafür haben wir doch die letzten 100 Jahre schwer gearbeitet, damit wir nicht mehr schwer arbeiten müssen. Sagt keine politische Partei. Und das ärgert mich zu Tode. Das entscheidende Argument ist dann einfach eine ganz persönliche Rache. Die anderen sollen es auch nicht besser haben, als ich es gehabt habe. Und das wird durch das Grundeinkommen torpediert. Also wenn ich mich von dieser Rache befreie, dann tue ich nicht nur etwas fürs Grundeinkommen, sondern eigentlich auch für die eigene Gesundheit und für meine Fähigkeit als Mitmensch. Mhm.